Und dann können wir über Squads, dem B-Squad, sagen, sie sind jetzt aktiv. So. Gut. Nochmal kurz gucken, ob A-Squad auch aktiv ist. Ja, ist es. Und ich wäre froh drüber, wenn der Winter nachlassen würde. Was macht mein Leader gerade? Trinken. Trinkt er in seinem Zimmer? Nein, er trinkt in der Speisehalle, wie alle anderen auch. Weil er gerade mit dem Trinken beschäftigt ist. Wir haben nur den Alder Table. Den brauchen wir nicht unbedingt dahinstellen. Gucken wir mal kurz. Oh, unser Trinken geht langsam zur Neige. Also, oh, da oben nämlich auch. Geben wir mal den Distillen den Auftrag, Getränke zu brauen. So können wir nämlich auch mal unser Cave Weed, das einzige, was ich im Augenblick noch verbraue. Ja, hier Cave Weed mal die Seeds rausholen. Pigtail Seeds haben wir nämlich viele, Plump Helmet auch, Sweet Pot erst recht. Wir haben verdammt viele Rocknuts. Mal kurz gucken, wie viele Quarry Büsche haben wir. Viele, viele, noch mehr und sehr viele. Ja, es wird irgendwann mal Zeit, dass wir eine Presse hier irgendwo hinbauen. Am besten hier neben dem Farmers Workshop. Und dort mal ein paar Rocknuts zu Rocknut-Paste pressen. Oh, ist der Auftrag hier noch aktiv? Ja. So. Türen bitte. Hierhin. So, und dann brauchen wir Zonen. Das Ding hat 21. Also machen wir 7x7 nur Zonen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, erste Zone. 1, 2, 3, 4, 6, 7. So, zweite Zone und der Rest ist die dritte Zone. Ja, die Zone remove ich nochmal kurz. Die mache ich nämlich 1 kleiner. So. Ups. Stop me moving und zwar so. Gut. Wieder in die Zonen zurück. Denn das hier sind jetzt nicht Animal Training, sondern Pen Pastures. Pen Pasture. Pen Pasture. So. Und den weise ich jetzt Tiere zu. Du kriegst die Ente. Goose Duck, Gans und Dings. Puppies brauchen wir nicht hier. Tututum. Alles, was Ente ist, kommt da jetzt rein. Du bist ein Rooster, Cat, Boar, Turkey Hen. Cat, nö. Ram, Boar, nö. Oh, Ente, Gans und ja, hab die Truthähne vergessen. Okay, alles auf zurück. Dann machen wir die Zonen anders. Müssen wir die Zonen doch anders aufteilen. Ich habe ganz vergessen, wir haben 4 verschiedene Arten von Geflügel. So, das ist zu breit, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja. Machen wir das so breit und so. Ups. Ja, wenn man nicht dran denkt, vorher X zu drücken. So, eine Zone. Die zweite Zone kommt dann hier hin.
Dritte Zone kommt hier hin. Vierte Zone kommt hier hin. So. Jetzt sind die Zonen richtig. Und jetzt machen wir hier raus ein Tierding. Und hier kommen Truthähne rein. So. Du bist ein Roster, du kommst da nicht rein. Dog Goose, nö. Ich glaube, wir haben nur die eine Turkey Hen. Ja, wir haben nur das eine Turkey. So. Okay. Hier machen wir daraus für Hühnchen. Also kommen hier die Rosters, also die Hähne erstmal rein. Also dieser Roster und der andere Roster, den ich gekauft habe. So. Hier kommen die Gänse rein. Davon haben wir auch zwei Stück. Roster, Goose. Hier ist eine Goose. Und ja, wir können ruhig die Haustier-Gooses auch da reinpacken. Da sind sie nämlich sicherer. Und die Herrchen können sie einfach besuchen kommen. So. Und zu guter Letzt hier Ducks. Duck haben wir, soweit ich gesehen habe, nur eine. Da ist der Roster. Hund, Hund, Hund. Duck. So. Gut, das ist schon mal zugewiesen. Dann kommen jetzt die Tiere da aus den Käfigen raus. Und die anderen Tiere hier auch rein. Gucken wir mal kurz. Nestboxes. Brauche ich Nestboxes? Genau. Und zwar mache ich gleich mal 20 Stück. Walk Nestbox. 20. So. Alles andere wird abgearbeitet. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Was sagen meine, sagt meine Küche über Cave Meat? Das nimmt ganz langsam ab. Gut. Naja, die Tiere werden verteilt. Da kommt jetzt der nächste große Schritt. Nämlich das Aushöhlen der Untergrundbaumfarmen. Das ist auch noch so eine Sache. Theoretisch sollten wir sie hier oben aushüllen und ziemlich groß machen. Und hier. Hier können wir ein paar hinsetzen. Naja. Zwei, drei Stück. Ich designiere sie schon mal. Also erstmal brauche ich die Mitte von diesem Raum hier. War das diesmal genug? Nein, hier ist falsch. So, hier will ich. Ja, das war diesmal weit genug. Und dann machen wir hier eine Baumfarm hin. Und zwar machen wir die ruhig etwas größer. Nämlich so groß. Aber damit sie uns nicht einstürzt, machen wir hier dazwischen Stützen. So. Das lassen wir für Stützen. Wir könnten ruhig noch eins drauf dran setzen, oder? Ja, können wir. Hier sind wir ja noch abgeschirmt. Okay. Also, nein, von der Richtung ist besser. So. So. Erste Baumfarm ist gesetzt. Zweite Baumfarm setzen wir hier drüben lang. Das war falsch. Und zwar so.
den Durchgang machen. Und dann von hier nach hier. Reicht das noch? Nein, wir buddeln uns raus. Also darf es nicht zu breit sein. So, vielleicht. So. Gut. Okay. Auf der Höhe machen wir jetzt die Remove-Befehle. So. So, so. So, so. So, so. Nein, da will ich auch einen haben. So. Und so. Gut, das sind, werden unsere ersten beiden Baumfarmen. Hier oben können wir dann nochmal welche hinsetzen. Im größeren Stil dann. Gut. Oh, oh no. Another dwarf is gone, Fay. Und wir haben mal wieder einen Mutzwerg. Also einen Besessenen. I claim this workshop in the name of invention! Ja, mach das mal. Ich guck mal kurz nach meinen Noblemännern. Nobles. Militärkapitän. Ach so, das ist mein zweiter. Also ja, das ist der zweite Squad Leader. Bookkeeper. Setze ich mal die Settings etwas runter, dass er nicht mehr so viel arbeitet und mal Zeit hat für den Botschafter da drüben. Was macht er überhaupt gerade, mein Leader? Conduct Meeting. Okay. Look over these documents. Ja, das kennen wir alles. Weil die Karawane da wird nicht abhauen, solange der Leader noch da rumsteht. Okay. Jawohl, sie haben zusammengepackt und verschwinden jetzt langsam. Endlich mal. Gut, meine Miner sind hier fleißig beim Ausminern. Gucken wir mal kurz nach den Schießständen. Oh, die sind auch fertig. Gut, dann nehmen wir uns den mittlersten und machen hier eine Archery Range daraus. So, für die ozeanischen Palisaden. Und hier machen wir auch eine Archery Range daraus. Für die Glove Bowl Grooves. So. Sie haben beide Archery Ranges und können dort rumballern. Vorausgesetzt, wir haben in den Stocks genug Bone Ammo. Bronze Bolzen, Zeder, Donkey Bone Bolts, Dog Bone Bolts. Ja, wir brauchen dringend weiter unten einen Bone Stockpile. Also den Bone Stockpile, den wir da verschieben wir dann und dann da unten Quartz Dwarfs Workshops. Jedenfalls einen, in dem dann Bone Bolts gemacht werden. Und zwar durchgehend, ohne Pause. Beziehungsweise bis die Bones alle sind. Und unser durchgedrehter Zwerg hat mit der Konstruktion begonnen. Sehr gut. Wir gucken mal über die Dokumente. Sie wollen fürs nächste Jahr Splints, Rings, Tent Heights. Die kriegen sie bestimmt nicht von uns. Wooden Bracelets. Ich denke auch nicht. Nee, halt Leckwir. Crowns, Anvils, denke ich auch nicht. Plants, nö, ich bleib schön bei meinen Sachen hier. Nebenbei meine Sachen. Ah, da werden Nestboxes hergestellt und der da ist geclaimed. Auch gut. Und sie freuen sich schon auf das Meeting nächstes Jahr, also unsere Verwandten. Gut. Jetzt gucke ich mal kurz, wo sind noch keine Türen eingesetzt, wo Türen hin sollten. Außer da oben natürlich. Habe ich schon Betten?
Ja, habe ich. Bett. Hier ein Bett. Da ein Bett. Da ein Bett. Da Bett. Da Bett. Da ein Bett. Da ein Bett. Da ein Bett. Da ein Bett.